Hallo und herzlich willkommen zur neuen Flashback Draft. Heute auf dem Menü steht Dominaria United. Und das klingt schon so unfassbar lange her. Letztes Jahr, irgendwann, keine Ahnung. Man erinnert sich noch rudimentär an die Mechaniken. Es gab irgendwie Domain, Kicker, Enlist und... Aber in Wirklichkeit ist es das letzte Set for Brothers War gewesen und eigentlich noch gar nicht so lange her. Und zusätzlich auch noch ein relativ cooles Set. Wenn man ganz ehrlich ist, man konnte super gut Domain draften, aber auch die zwei Farbkombinationen gingen super gut. Das einzige Problem ist, diese Flashback-Drafts werden immer nur als Quick-Draft angeboten. Das bedeutet, man draftet gegen die Bots und dann kann es schon mal vorkommen, dass da sehr degenerierte Decks entstehen. Ich habe zum Beispiel on-stream gegen jemanden gespielt, der hatte 7 Electrostatic Infantry im Deck. Das ist dieser 2-Mana-rote 1-2er, der wächst, sobald man Instant oder Sorcery spielt. Das ist schon ziemlich abgefahren. Mal gucken, was die Bots heute für uns so im Programm haben. Ich gehe direkt mal rein und hoffe auf das Beste. Vielleicht irgendwie eine schöne Spoiler-Rare. Einfach mal gucken, wenn ich denn auch reingelassen werde. Okay, das ist interessant. Wir haben Llanowar Loamspeaker, mag ich sehr gerne. Wir haben Prayer of Binding, mag ich sehr gerne. Nael, Avisoa, Aeronaut ist eigentlich nur gut, wenn man wirklich Five-Color spielt. Dann wird es auch schon ein bisschen schwächer. Ich mag noch den Sojourner, ich mag noch den Sunbathing Rootwaller. Dann hat man es aber auch eigentlich schon gehabt. Also im Prinzip in der engeren Auswahl stehen nur noch Prayer of Binding und Llanowar Loamspeaker. Und da entscheide ich mich, glaube ich, mal für den Loamspeaker. Gepasst bekommen wir eine Coral Colony, die habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Eine Hurlon Battle Hymn, die ist ziemlich gut, die nehmen wir, glaube ich, auch. Wrath Capassion oder Wrath Vazalite Stalwart ist auch nicht schlecht. Take Up the Shield ist ein super guter Combat Trick. Tolarian Geysir auch ziemlich nice. Bite Down wäre etwas, wo wir die Farbe noch nicht wechseln müssten, aber ich glaube, Hurlon Battle Hymn ist schon um einiges besser als Bite Down. Dass ich hier mal vielleicht in Richtung Naya gehe, müssen wir mal schauen. Na, guck mal, da haben wir auch schon direkt Queen Alenal auf Ruadach. Das wäre jetzt natürlich was für Tokens. Beste Karte im Pack hier sogar wahrscheinlich. Destroy Evil ist auch noch ein super Removal-Spell. Ich mag die Lands natürlich, ich mag Timely Interference, aber ich glaube, ich nehme hier einfach mal Queen Alenal. Und schau mal, ob wir irgendwie sowas Grün-Weißes hinbekommen. Ja, da wäre zum Beispiel auch noch Knight of Dawn's Light. Genauso wie der Juniper Order Root Weaver. Aber ich meine, der ist okay und spielbar, aber der ist natürlich im Vergleich zum Knight eher nichts. Ja, dann nehmen wir das einfach mal. GW habe ich, glaube ich, auch... Weiß ich nicht, ob ich das schon mal gedraftet habe. Fairerweise muss man sagen, dass diese eine... Das, was hier fehlt, ist Strength of the Coalition. Das ist dieser Ein-Mana-Combat-Trick, der +1/+1 Marken verteilt. Und Token-Generatoren fehlen, aber... Ich könnte hier Artillery Blast nehmen oder ich nehme mal so einen Token-Generator wie Scout the Wilderness... fixt uns das für die Hurlon Battle Hymn, falls wir sie spielen wollen. Und B, ist es nochmal ganz gut mit Queen Alenal. Nimm ich mal Scout the Wilderness. Also, ist sicherlich nicht der Premium-Pick des Jahrhunderts, aber... Okay, vielleicht sind wir sogar richtig nah, ja. Oder wir sind rot-grün... Nee. Ich nehme hier den Lightning Strike über Mesa Cavalier. Und dann müssen wir uns nochmal ein bisschen genauer Gedanken machen, in welche Zweifarbkombination wir denn eigentlich reingehen wollen. Hier ist Pick 7 nochmal ein Wrath Weatherlight Stalwart. Schon nicht schlecht, aber ich habe mich jetzt so ein bisschen auf die Naya-Farben beschränkt. Ich gehe mal mit dem Banalish Faithbonder, aber pack den erstmal auf die Ersatzbank. Hier haben wir noch einen Artillery Blast, einen Micromancer, einen Tolarian Terror. Wow, ein Oela Secor und ein Cutdown. Also eigentlich, wow, und Shadow Prophecy und Battle Rage. Nur Playable Karten, sogar gut Playable Karten bei den letzten 7 Picks. Ich nehme mal Artillery Blast. Auch wenn ich glaube, dass das nicht so mega gut sein wird für uns. Ja, noch ein Scout the Wilderness. Why not? Ja, ich meine, vielleicht sind wir auch, vielleicht müssen wir auch doch vierfarbig gehen. Manchmal ist es nicht so leicht zu lesen, was die Bots eigentlich von einem wollen. Okay, ich mag auf jeden Fall noch Destroy Evil. Twinferno glaube ich eher nicht. Wobei das natürlich in Kombination mit der Battle-Hymne schon ganz okay ist. Pixie kommt in Sideboard, Negate kommt in Sideboard. Jetzt eine geile Naya-Karte. Oh ja. Oh ja. Earth Migration. Da könnte man sogar noch ein bisschen aktiver werden, was die Duels angeht. Gibt uns Fixing und zur Not am Ende eine Win Condition, die auch nochmal ganz gut ist mit Queen Alenal. Finde ich eigentlich ganz nice. Tangled Islet würde ich jetzt zum Beispiel ganz gerne nehmen. Vielleicht tabelt hier aber auch irgendwas von. Aus der unteren grünen Riege könnte was tabeln. Ja, ich nehme mal hier Herd Migration. Ist ein schöner Pickup. Und hier wäre jetzt tatsächlich mal die Möglichkeit, sowas hier zu picken. Tangled Islet gibt uns auf jeden Fall ein bisschen mehr Domain. Die
Die andere Möglichkeit wäre tatsächlich ein Hurlon Cyclops, aber wenn wir Rot echt nur splashen wollen, vielleicht auch nicht optimal. Zweites Destroy Evil ist mir ein bisschen zu früh. Die andere Option, die ich hier sehe, ist ein Mesa Cavalier zu nehmen und dann ein bisschen erstmal auf die Länder zu verzichten. Aber warum? Ich glaube, ich nehme das Tangled Islet mit. Ja, warum auf die Länder verzichten, ne? Territorial Maro ist am Start, Extinguish Sunbathing Root Waller ist am Start, Bite Down ist am Start. Ja, ich glaube, ich nehme mal. Schwierig zu sagen. Wir sind ja eigentlich kein Domain-Deck, also zumindest habe ich nicht vor, das zu werden. Vielleicht ist Bite Down tatsächlich besser. Aber der Root Waller ist eigentlich immer okay. Dann nehme ich den und vielleicht Tabled Bite. Ah, es wird nicht passieren, aber. Erstmal auf ein paar Playables kommen ist definitiv nicht verkehrt. Ja, genau. Nur noch ein Tolarian Geyser und ein Extinguish the Light. Mirias Outrider. Wäre auch eine Option, wenn wir rot splashen. Ich nehme mal den Removal Spell. So, hier haben wir Crystal Grotto. Zum Splashen nicht ungeeignet. Noch ein Scout the Wilderness. Aber wir haben irgendwie noch gar nicht so wirklich was, was sonst Token schmeißt. Ne? Der 3-Mana-weiße Typ, der noch ein 1-1-Token schmeißt und so. Da fehlt noch eine Menge. Ich könnte mir vorstellen, hier die Grotto zu picken. Ich könnte mir vorstellen, Mesa Cavalier zu picken. Ich pick mal den Mesa Cavalier. Aha, okay. Rulik Mons Warren Chief. 3-3 Manas. Entweder kriegen wir ein Land aus Battlefield oder wir kreieren 1-1 Goblins. Ist eigentlich nicht so schlecht, glaube ich. Gerade Goblins kreieren zusammen mit ihr zusammen ist doch eine ganz nette Synergie. Wird jetzt natürlich von den Mana-Anforderungen nicht weniger. Juniper Root Weaver nehmen wir hier mal mit. Aber so richtig, richtig cremig Premium ist es nicht. Heroic Reinforcements ist noch ein schöner Pickup. Selbst Kelden Strike Team wäre noch schön, aber dann nehme ich lieber die ungesplashte Karte. Ja, von der unteren Riege ist genau Vineshaper Prodigy getabelt, was leider sehr schade ist, weil das ist die Karte, die ich am wenigsten spielen möchte. Ich nehme sie mal mit, aber. Deathbloom Gardener wäre eine Möglichkeit, wenn man eh noch ein bisschen Fixing braucht und sich in die Herd Migration reinrammt und so. Nehme ich einfach mal mit. Ja, den würde ich wahrscheinlich nicht spielen. Boah, Kelden Strike Team und Mirias Outrider. Nehme ich einfach das Strike Team. Dann sind wir einfach hart dreifarbig. Dann ist es halt so. Okay, jetzt haben wir nochmal was Gutes aufmachen, bitte. Boah, geil. Ladies and Gentlemen, Ursa assembles the Titans. Ja, ich denke, es ist entweder eine Wooded Ridgeline oder ein Lightning Strike. Ich tendiere jetzt, da ich jetzt schon wirklich ganz schön viele Karten in Rot habe, zur Wooded Ridgeline. Weil mir das. Wobei auf der anderen Seite, wir haben auch zweimal Scout the Wilderness, ne? Ja, komm, Lightning Strike. Manchmal muss man einfach gierig sein. Okay. Jetzt kann man hier immer noch die Sacred Peaks picken. Über Shalai's Acolyte. Mein Charismatic Vanguard ist nicht schlecht in dem Deck, aber der könnte sogar tablen. Ich nehme mal jetzt ein bisschen Fixing. So, zur Seelenberuhigung. Radiant Grove wäre schön. Radar, sicherlich okay. Ancient Mossbeard. Also dann hätte man immerhin auch noch was, womit man reinrammt mit den beiden Scout the Wilderness. Und vielleicht tabelt ja eine dieser beiden Karten. Deathbloom Garden. Oh, hier ist aber jetzt schon wieder. Ach, da ist er. Aegivian Cavalier. Den mag ich. Den meinte ich auch gerade, als ich gesagt habe, den haben wir noch gar nicht gesehen. Der passt auch noch auf jeden Fall hervorragend ins Deck. Bei der Infantry bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, die ist es eher nicht. vielleicht dann eher nochmal ein Scout the Wilderness. Wir gehen komplett auf Queen Alenal. Habe ich irgendwas? Weathersea Treaty ist auch nochmal ganz nett. Macht nämlich auch noch einen Token. Das macht einen Token, das macht einen Token. Der macht einen Token. Die machen einen Token. Die drei machen einen Token. Und der macht einen Token. Ja, okay. Also, wir haben schon auf jeden Fall ein bisschen was, was Token generiert. So ist es nicht. So, und hier ist dann eher wieder uninteressant für uns. Nimm mal, ist glaube ich egal. Ich glaube, davon werde ich eh nichts spielen. Baird macht theoretisch Tokens, wenn ich irgendwo Power drauflegen kann oder so.
Ich nehme Bert mal mit. Das ist ein weirdes Deck geworden. Root Waller. Okay. Da ist der Charismatic. Da ist auch nochmal das Kelden Strike Team. Tja. Ich hab... Ich nehme mal das Kelden Strike Team und bin jetzt einfach komplett dreifarbig. Okay. Ich hab mich geschlagen gegeben. Ich habe es lange versucht, mich dagegen zu wehren. Das hat leider einfach nicht geklappt. Und Fixing ist auch absolut mittelmäßig. Also ich habe von den Ländern her, sprich von der Domain-Geschichte her, nicht so viele Länder. Ich habe aber immerhin Länder-Raussucher ganz okay. Ich habe dreimal Scout the Wilderness, Weatherseed Treaty und eine Herd Migration zur Not. Das geht also. Ja, meine Frage ist nur... lass uns mal kurz schauen. Ist das ein 16-Land-Deck? So, wie viele Kreaturen haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Das ist, glaube ich, okay. Den packe ich auch mal hier hin, weil der eher ein 5-Drop ist. Remove Spells haben wir Hurlorn, Battlehelm, Doppel-Lightning Strike, Bite Down, Destroy Evil, Weatherseed Treaty als gute Karte. Jetzt spiele ich hier aber noch insgesamt 9, 15, 16, 17 Länder. Das ist ein Ticken zu viel. Ich habe im Moment 6 White Sources, 7 Grün und 5 Rot. Dann nehme ich noch eine White Source raus. So. Dann habe ich jetzt 5, 5, 7. Und das ist quasi genau das Verhältnis wie hier 7, 7, 13. Das passt also. Ja, ich glaube, das ist unser wie auch immer geartetes Token-Deck ohne wirklichen Pump. Ich finde es ein bisschen schade. Ich hätte gern so einen Mass-Pump-Effekt gehabt. Also so eine Strength of Coalition. Oder warte, habe ich den noch? Nee. Oder halt so diesen 3-Drop, der alle mal einmal pumpt. Es ist ein bisschen schade, dass das nicht im Deck ist, weil das würde natürlich dem Deck gut stehen, ne? Also irgendwie plus eins Marken verteilen oder plus eins für das ganze Team einmal oder so. Aber okay, ich denke, so können wir mal damit auf die Ladder gehen. Ihr könnt jetzt noch sagen in den Kommentaren, was ihr glaubt, wie viele Wins wir damit holen werden. Wir spielen im Best of One. Das bedeutet, wir spielen, bis wir entweder 7 Siege oder 3 Niederlagen haben. Und ich gehe jetzt direkt mit euch auf die Ladder. Wir dürfen anfangen. Wir haben kein weißes Mana, aber das können wir uns raussuchen. Und wir haben Turn 2 theoretisch Lightning Strike gegen das gegnerische Play. Das sieht eigentlich ganz nett aus, sag ich mal. Immer noch kein weißes Mana. Okay, der Knight ist auch ein bisschen schlechter, wenn man nicht so viel weiß hat, aber... Nichts gezockt, okay. Na, gekickt geht's ja leider noch nicht, Mann. Wenn ich gekonnt hätte, hätte ich's gekickt. Nächste Runde habe ich dann 2-Drop. Ah, okay. Baird plus Lightning Strike vielleicht oder so. Mal gucken. Das sind alles gute Magical Cards. Vielleicht lege ich erstmal den hier. 2-2 First Strike ist einfach ein guter Blocker. Okay, legen wir die beiden hin. Ist nicht super Mana-effizient, aber der 2-2 First Striker könnte, sofern jetzt nicht sowas passiert, erstmal das Board aufhalten. Macht er natürlich nicht. Gegner hat offensichtlich einen Removal-Spell parat. Jetzt wird irgendwie reingeenlistet oder sowas. Naya habe ich, glaube ich, ehrlich gesagt, also wenn, dann war ich immer Five Color. Ich glaube, Naya habe ich in dem Format noch nie gespielt. Insbesondere in diesem Quick-Draft-Bereich nicht, ja. Ich werde nicht blocken. Root Waller ist einfach zu gut. Ja. Gehe ich auf 15. Mesa Chevalier. Bite Down ist ganz nett. Und dann sag ich mal, go. Das sieht doch ganz nett aus. Meine Hand ist definitiv nicht schlecht. Ugh. Ugh. Na, vielleicht hätte ich hier sogar
Lightning Strike offen lassen sollen. Also beziehungsweise einen Attack vom Kavalier akzeptieren und dann aber hier den Lightning striken. Aber auf der anderen Seite will ich den auch nicht unbedingt Lightning striken, weil Sunbathing Rootwater dominiert den ja einfach. Er ist einfach 5-5. Gehe ich auf 14. Ist fein. Gegner hat auch nur noch zwei Handkarten und auf dem Board ist ungefähr ausgeglichen. Würde ich mal behaupten. Aber jetzt nicht mehr. Ja, okay, den muss ich jetzt sofort umbringen. Gut, dass ich noch nicht gelightning-striked habe. Den muss ich sofort umbringen. Ja, einmal 3 Damage nehme ich noch. Aber 3-2 sind leider echt gute Stats gegen mich. Das ist auch ziemlich gut. Beginning of your endstep. Ja, gut. Ich leg einfach ein Fetzo. Ist unangenehm gegen Aaron. Aaron kann echt viel, viel schlimme Dinge machen. Der wäre in so einem. In unserem Deck auch ganz gut. Ich meine, er ist halt nicht zu casten in unserem Deck, weil wir keinen Schwarz haben. Aber so, das wäre auch noch so einer dieser Mars-Pump-Effekte, wo ich gesagt hätte, okay, das würde das Deck noch ein bisschen besser machen. Ja, würde ich wohl nochmal nehmen. Kannst jetzt auch nochmal Aaron anschmeißen. Hier, dann nehme ich sogar 4. Nee, Aaron wird nicht angeschmissen. Okay. Okay. Das war ziemlich dumm. Weil er einfach blocken kann. Eine Kreatur opfern kann. Okay. Was habe ich hier gedacht? Ich dachte mir, oh, Attack Trigger, ich krieg in Land oder Karte oder so. Naja, gut, so nehme ich. Ja, aber so nehme ich noch nicht mal was mit, weil er einfach die Heroic Reinforcements opfert, ne? Okay, das war ein dummes Play. Ich habe jetzt ein 1-1er gegen einen 3-3er. Also, ich habe einen 3-3er gegen. Einen 1-1er getauscht. Aber habe dafür noch einen 1-1er gekriegt. Okay, also ein bisschen schlecht war der Exchange definitiv. So, aber jetzt ist der Root Walla Walla da. Alle. Alle gehen rein. Okay. Und dann kannst du mir direkt ja mal zeigen, was. Entweder hast du jetzt auch einen schlechten Attack gemacht zum Ausgleich. Oder ich werde jetzt komplett geblowoutet. Ah, ich werde wahrscheinlich komplett geblowoutet. Das ist sad. Zumal die Karte auf meiner Hand nicht mal castable. Ah, doch, die ist wohl castable, aber. Ah, warte, die macht auch sogar. Hä? If you control a creature with power greater than its base power. Hat die nicht 0-0 als base power? Jetzt Sternchen, Sternchen als base power. Ah, was ist das denn? Ich dachte, da kriege ich wenigstens 2 Tokens jetzt. Gut, jetzt müssen wir nur noch eine Antwort auf Aaron finden. Das ist gar keine Antwort auf Aaron. Da bin ich einfach tot. Ja, schade.
Gut, das. Ich hätte mit dem Paschalik Mons nicht angreifen sollen, aber ob das einen großen Unterschied macht im Endeffekt, weiß ich auch nicht. Gegner hat einfach ein gutes Deck gehabt. Gutes Deck, solide performt, solide Karten drin gehabt, war alles in Ordnung. Würde ich auch mal halten. Uns fehlt grünes Mana, aber vom grünen Mana haben wir am meisten im Deck. Und wir haben auch am meisten grüne 7 Drops im Deck. Come on, jetzt wirklich mal. Ja, wir haben auch grüne 2 Drops im Deck. Ich hätte auch noch wahrscheinlich noch einen grünen 4 Drop oder sowas. Irgendwas Grünes, was wir jetzt noch ziehen könnten, ohne grünes Mana zu ziehen. Geht das? Er hat zwei Länder on the draw, ne? Immer das gleiche. Aber mit Herd Migration und Scout the Wilderness und. Geil. Ja, das ist ziemlich gut, ne? Ich werde mal traden. Ich sehe es schon kommen. Es bringt. Ich meine, wir werden jetzt vielleicht hoffentlich das grüne Mana ziehen. Nee, die dritte Plains. Von vier Plains? Wie viel spielen wir? Ich glaube, wir spielen vier Plains. Llanos greift nicht an. Lagomos greift nicht an. Das Fixing ist gut, wenn wir grünes Mana ziehen. Wenn wir kein grünes Mana ziehen, ist das Fixing nicht gut. Meteorite, einfach zwei im Kopf. Okay. Grünes Mana. Yay. Me. So. Ich meine, im Game sind wir noch lange nicht. Aber. 2-1 Trample nehme ich nochmal. Mit Herd Migration und Ancient Moss Beard. Oh, abgefahren. Okay. Sprouting Goblin gekickt hätte ich jetzt auch absolut nicht erwartet. Okay, absolut Five Color, der Boy. Absolut Five Color. Ja, hier rein, oder? Zack. Ancient Moss Beard. Please don't remove it. Please don't. Simply don't. Naja, so ist das halt. Ist schon in Ordnung. Es ist schon in Ordnung. Ja, die 2 Damage kann ich ja durchaus noch ein bisschen nehmen. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie gierig ich bin, wie lange ich mit der Herd Migration warte oder eben nicht. Root Walla Walla. Kostet irgendwie alles ganz schön viel Grün. Neuer Gameplan. Einfach mal die ganzen Ramper rauslassen, damit ich nächste Runde viel mehr zocken kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay. Wahrscheinlich hätte ich Herd Migration droppen müssen, weil dieser Sprouting Goblin jetzt auch einfach schon zu viel Value macht. Okay, das geht sogar. Actually. Hä? Okay, ich wollte gerade sagen, wieso greifst du da nicht an? Du musst ja angreifen. Okay. Interessant, rot-schwarz, aber mit Five-Color-Aspekt. Destroy Evil, ja, der macht ja leider gar nichts. So. Aber vielleicht macht es noch was. Ja, ich kann noch nicht angreifen. Aber ab nächster Runde, ey, da kommt meine Sternstunde. Ich sehe schon. Moment, der Gegner so viel Karten noch in der Library. 26. Nice. Wie Karten spielt der Gegner denn? Okay, whatever. Okay.
Das wäre besser gewesen, wenn du dann den Spell gekickt hättest, glaube ich. Oh, der Value. Der Value. Sogar eine Karte on top gelassen. Oh. Das ist eine gute Magic-Karte. Das ist eine gute Magic-Karte. So, mein Punkt ist jetzt... Ich glaube, ich greife einfach nicht an. Nee. Gegner macht leider unendlich viel Value. Mit der Combo aus Lagomos und... Oh, Soul of Windgrace, ja. Discard a land, Soul of Windgrace gains indestructible. Jetzt ist ein bisschen der Punkt, ey. Hat Soul of Windgrace indestructible? Will ich es jetzt nicht riskieren. Ist die letzte Karte ein Land oder nicht? Ah, oh, ich weiß es nicht, Mann. Das war ein ganz guter Draw. So, ich würde jetzt mal die 13-13 Queen angreifen. Auf geht's! Werden wir jetzt wahrscheinlich sehen, ne? Jetzt wird einfach nur mit Cult Conscript geblockt. Das ist ja auch... Na stimmt, das ist ja auch easy. Ja, schon wieder nicht dran gedacht. Scry 1 und jetzt stirbt ja auch im nächsten Zug wieder das Elemental. Oh, was ist denn das? Ja, ein Elemental ist das, ja. Abgefahrener Board State. Okay. Meine Länder zu sacrificen, um sie damit Sprouting Goblin wiederzuholen. Boah, und immer alles top, ey. Uncool. Meteorite auf den Root war da wahrscheinlich, ne? Okay, das Deck ist aber auch wild vom Gegner. Einfach zwei Meteoriten im Deck, das ist auch Wahnsinn. 21 Karten in der Library. Immer wird alles on top gelassen. You hate to see it. Och, come on, ey. Und dann der Weiße in... Oh Gott, ey. Ja, dann ist seine letzte Handkarte wahrscheinlich auch noch ein Land, oder? Damit Soul of Windgrace indestructible kriegen kann. Yep. Uncool. Leider nicht gereicht. Gegner geht nur auf 3. Block, Block. Dann nehme ich noch 3. Ah, ich meine, ich bin theoretisch nicht tot. Je nachdem, was der Gegner gezogen hat, bin ich nicht tot. Okay. Okay. Kann ich doppelblocken und dann den Knight pumpen? Wenn ich denn darf. So. Gucken, ob die letzte Karte noch ein Removal Spell ist oder so.
Sogar einer, der noch drei Life gained. Ja. Ja, das ist doch schön. Alter, das kann nicht wahr sein. Oh. Na gut. Ich meine, es müssen jetzt auch weiterhin alle Kreaturen geblockt werden. Ne? Und unser Gegner geht auf 1. Ich verliere eine Herd und der Gegner verliert alle Kreaturen. Ja. Er muss ja die drei blocken, weil das Ding hat Menace. Genau. Ja, ich meine, vielleicht führt uns Herd Migration noch zum Sieg. I don't know. Abgefahrenes Match, kann ich jetzt schon mal sagen. Ganz schön viele Scry-Effekte. Ja, vielleicht kann man sich jetzt auch einfach... Okay, da bleibt direkt eine Karte. Will ich wissen, was sofort, ohne eine Sekunde zu überlegen, oben geblieben ist? Wahrscheinlich nicht. So, wir haben zwei Blocker, sind auf 9 Leben. Haben 940.217 Attacker. Micromancer, ja, okay. Vielleicht Urborg Repossession oder so. Und nochmal zwei... Oh, gewifft. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ja, come on, come on. Das Ding will ich mir aber schon noch holen hier. Gucken, was die letzte Handkarte ist. Lagomos hat mich auch lange genug getriezt, finde ich. Ich block hier und hier. Ich will auf jeden Fall nicht auch irgendwie an einem Myrias Outrider oder sowas sterben. Ja. Okay, dann kann ich nur hier blocken. Na gut. Findet noch ein Dude. Kann wie viel Life gain? 3 Life gain. Kann auf 4 gehen. Block, block, block. Ja, ist theoretisch immer noch tot. Also wenn das ein Land ist, ist er tot. Selbst mit den 3 Life reicht's nicht. Ja, das ist natürlich auch nicht so geil für uns hier, der Mountain, aber ist in Ordnung. Ja, dann rein. Okay. Ja. 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 Show me what you got. Ich hab nix mehr. Puh. Krasses Game, ey. 1-1. So können wir weitermachen. Joa, ich denke, das kann man gut keepen. Wir haben nämlich unsere Hauptfarbe. Und wir können alle anderen Farben finden. Und das Allerbeste ist, wir haben sogar schon Herd Migration und Tangled Eyelid. Also, wenn wir unsere Hauptfarben finden, haben wir auch 4 Herdies, die wir rausknattern können. Ist also ganz nett. Gucken, was Fibblethip dazu zu sagen hat. Nächstes Play... Okay, Missionary ist schon ziemlich gut. Das ist gar nicht so. Würde ich wahrscheinlich doppelblocken. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich doppelblocken würde. Vielleicht warte ich einfach, bis ich eine etwas größere Kreatur habe. Klar, der Missionary gaint auch immer live. Ja, ich riskiere es mal nicht. Es gibt einfach zu viele schlimme Dinge, die hier passieren können. Und der Loam Speaker ist einfach zu wichtig. Citizens are written. As I already mentioned, der Loam Speaker ist einfach zu wichtig. Ja, jetzt machen wir's. Jetzt würde ich sagen, schmeiße ich mal Mesa Cavalier und ein 1-1 Token davor. Der Indestructible-Trick nimmt uns immer noch raus, aber
Ladies und Gentlemen. Es ist einfach schön, wenn man so spielen kann. Wenn man einfach gar nicht merkt, dass Magics Mana-System in irgendeiner Weise eine Behinderung für einen darstellt. Man es einfach zocken kann. Easy. So. Was ich jetzt machen könnte, theoretisch, ist First Strike Damage resolven lassen. Also Block, First Strike Damage resolven lassen, dann Bite Down. Aber das lässt natürlich wieder die Möglichkeit offen für einen Combat Trick. Das Problem ist nur, der Gegner, wenn das eine normale Kreatur wäre, hätte ich ja gar nichts dagegen. Aber mit Lifelink können wir halt irgendwann nichts mehr machen. So. Block jetzt hier. Okay. Den überlegt noch. Wird natürlich noch einen Trick haben. So. Wow. Okay. Fine. Okay. Boah, wenn der nächste Drone Mountain ist, dann können wir vielleicht noch gewinnen. Ansonsten wird es schwierig. Also, ich meine, jede Runde so viel in der Luft kriegen und es wird ja jetzt auch... Ich denke mal... Das ist normalerweise so, wenn die Leute Griffin Protector spielen, ist das Follow-up eigentlich Captain's Call. Okay. Das geht ja sogar noch. So, come on, Mountain. Sexy. Dann hier, 12 Power, your go. Ja, Herd Migration ist schon ziemlich busted, ey. Meine Fresse. Gut, ich habe natürlich trotzdem vielleicht... Ja, das ist ein Problem. Ich meine, im Prinzip ist alles, was der Gegner macht, ein Problem. Aaron... Ist schrecklich. Ich verliere einfach zu viel Kreaturen, ne? Ich weiß auch nicht, was wir da machen sollen. Ich könnte mit allem angreifen. Aber er hat halt einfach hier einen Death Toucher, der traden kann. Und dann kann er den pumpen, sodass wir einfach eine Kreatur umsonst verlieren. Ich lege einfach erstmal den hier. Und dann würde ich nächste Runde mal drüber nachdenken, ob man den Attack nicht vielleicht doch starten kann. Mit dem 7-7 Trampler im Rücken geht das vielleicht schon was besser. Mit dem 7-7 Trampler nicht mehr im Rücken, wird das Ganze natürlich wieder ein bisschen schlechter. Ja, ich glaube, das Game sähe ganz anders aus, wenn wir nicht... Wenn der Phyrexian Missionary nicht 70 Life gegained hätte oder so. Naja. Es ist einfach so... Ich habe einfach keine guten Attacks. Gegner ist zwar auf 8, aber ich komme, glaube ich, nicht durch. Ich meine, ich kann mit dem... Ne, ich kann auch... Ja, jetzt kann ich auch nicht mehr mit dem First Strike Knight angreifen. Weil Bento den einfach dreimal pumpen kann und ich nur zweimal. Ja.
Root Bala Bing Bong. Nehmen wahrscheinlich beide einfach so eine. Nehmen wahrscheinlich beide einfach so eine Herd Migration mit, oder? Ah, das ist gut für mich, weil dann kann er auch nur zweimal pumpen. Das heißt, die Knights traden theoretisch. Für mich wäre First Strike Damage hier fein. Für mich ist immer noch fein. Kannst nochmal pumpen. Okay, ja gut. Dann ist das für mich weiterhin okay. Ja, komm, einmal geht noch. Ne, machst du nicht, okay. So. Gegner ist auf 5. Und der Root Walla 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 ist immerhin lethal. Ich kann sogar noch ein Land legen. Ich meine, das macht nichts, weil den Pumpen jetzt zu tun wenig Sinn ergibt, aber. Okay. Gegner ist auf 5. Greift immer noch mit beidem an. Okay, ich kann nicht blocken. Ich meine, ich bin theoretisch lethal, ne? Ich muss nichts machen. Gegner hat wahrscheinlich darauf gesetzt, dass ich den Root Waller pumpe, hat noch ein Destroy Evil gehabt, aber ich muss ja nicht pumpen und bin so schon lethal. Ja, das ist nochmal ein Hähnchen hier. Alle Farben an Mana, Lightning Strike, Weatherseed Treaty into Kaidan Strike Team gekickt, sign me up. Also nicht alle Mana-Farben, das Tangled Islet fehlt, aber darüber kann ich mich trotzdem nicht beschweren. Oh ja, den möchte ich, glaube ich, direkt mal loswerden. So. Okay, Root Waller wäre geiler gewesen, aber egal. Plains. Nächste Runde Strike Team gekickt. Vielleicht. Mal gucken. Das sieht so aus, als wollte ich das. Als wollte ich das wohl. Geil, und dann kriegt der Saproling auch noch direkt Haste mit. Schmeckt. Ja, genau. Weil das so ein reasonable Draw ist hier, was wir gerade machen. Ach, so kann das Deck auch laufen? Okay, cool. Gut zu wissen. Jetzt scheint unter uns aber mal so richtig die Sonne aus dem Hintern hier. Ja, genau. Ja, viel Spaß. Ja, das reicht leider nicht mehr. Da gehen wir einfach rein und dann werden wir pumpen und dann ist das Game vorbei. Ja, so kann es auch gehen. 3-1. So wiederum kann es auch gehen gegen den Forest of Mushrooms, zwei Mountains. Oh, ey. Oh. Ja, ich muss einen Mulligan machen. Ich kann halt nichts spielen. Ja, ich muss einen Mulligan machen. Ich kann halt nichts spielen. Technisch gesehen müsste ich einen Mulligan machen. Ich kann nämlich nichts spielen. Aber vielleicht. Geil, ey. Vielleicht kommen wir aus der Nummer nochmal mit dem blauen Auge davon. Ja, hätte ich auch die erste Hand halten können. Ist immer das Gleiche, ey. Dann entscheidest du dich mal, disziplinierten Mulligan zu nehmen, dann wirst du auch nochmal extra gepunished. Okay, cool. Ja. Na, ob das noch was wird, ey, das sieht hier schon so ein bisschen nach der zweiten Niederlage aus. Ich will den Teufel noch nicht an die Wand malen, aber okay, das war jetzt ein, das ist kein starkes Turn 3 Play. Damit kann ich leben. Kann ich sogar gegenracen mit dem Kelden Strike Team. Junge, noch ein Forest. Ab geht er. Kein Castdown, bitte. Okay. Ah.
Okay, noch ein Forest, hervorragend. Wenn ich einen Removal-Spell ziehen würde. Ja, komm, Land. Und dann wieder zweimal gepumpt und ab geht's. Okay, Gibbering Barricade. Ja, die ist leider ein bisschen sehr big. Junge, nice. Night of Dusk Shadow wird hier aber auch einfach bis zum Erbrechen ausgenutzt. Okay, play. Ja, ich würde dich doppelblocken, den Nein. Ah, der ist jetzt 5 Power. Ah, okay. Game ist noch nicht 100 Percentage Points. Ey, warte mal, hä? Was? Naja, ich nehme ihn mal weg. Wir sind halt eben auch auf schon relativ ungepflegten wenig Lebenspunkten. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt traden. Nee. Okay, das hat gar nichts gebracht. Okay. Frage ist nur, will ich mit Rurik Mons angreifen? Aber warum nicht? Dann tauschen wir gegen den Flyer. Genau, also wir kriegen auf jeden Fall das Land raus, wir tauschen gegen den Flyer und können dann mit Mesa Cavalier vielleicht sogar gewinnen. Gegner ist auf 8, wir sind auf 8, come on. Gerade der Zug gewastet mit dem Pump vom Night of Dusk Shadow. Geht hier vielleicht noch was? Ich fände es nicht so schlimm. Okay. Ah, gut. Können wir jetzt Gutes ziehen? Ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube, Mesa Cavalier greift man nicht an. Planes rausgesucht. So, ich bin blank. 2, 4, 6, 8, 9 Länder sind raus. Ich habe nichts mehr auf der Hand. Der Gegner hat noch 3 Handkarten. Aber dafür habe ich ein sehr tolles 1-1er-Board. Yikes. Neuer Gameplan. 4 Attacks mit Mesa Cavalier. 1. Come on. Ja, ich werde gleich mal ein bisschen jumpen, die Necromars. Okay, sehr schön. Das mitigated auch einmal Sacrificen von der Gibbering Barricade, weil damit wird er wieder ein Live-Gain. Ja, fein. Nur noch 2 Handkarten. Captain's Call. Ja. Habe ich noch Lightning Strike im Deck? Nee. Ah, nee. Okay, das war aber ein guter Draw. Uiuiuiuiuiuiui. Naja, ich meine, na, vielleicht. Na, die ist ganz schön huge. Oh, das ist gut für uns. Oder ist das gut für uns? Das ist die andere Frage. Ja. Wenn durchkommt, tut der Algivian Cavalier sowieso nicht mehr. Block. Ah, das war kein guter Draw, Mountain. Nein, ey, die Gibbering Barricade, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ah, ich brauche den Lightning Strike.
brauche den Lightning Strike. Fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ja, ich brauche ihn sogar wirklich. Okay. So, gehen wir auf 6. Der Gegner muss die beiden opfern. Ach komm. Nein! Eine Runde eher als gereicht. Okay, geil. So sind wir nicht tot. Wer hätte ja einfach gar nicht beide umbringen müssen. Eine hätte ja gereicht. So können wir immer noch mit Lightning Strike Top Deck gewinnen, ne? Glaube ich. Gegner geht auf 3, 1, 4. Ja, müsste reichen. So. Ich sag mal go. kann die Gibbering Barricade sich eigentlich auch selber opfern? Ja, kann sich sogar selber opfern, okay. Ja. Kein Pumpeffekt jetzt. Come on. Nichts eigentlich. Du darfst 5 Länder auf der Hand haben. Das ist in Ordnung. Ugh, das Ding hat Lifelink. Und jetzt kommt die. Jetzt kommt der Flieger wieder, oder was? Ach. Warum spielen die Leute denn immer so mit Cheat hier? Dann gehe ich auf 1 und dann muss jetzt, wenn ich, selbst wenn ich jetzt Lightning Strike von oben ziehe, gibt es keinen Moment mehr, in dem ich das noch reißen kann. Helden Strike Team. Mich wohl tot. Ach, schade, ey. Das sah irgendwie... Hatte ich zwischendurch doch noch ein bisschen Hoffnung bekommen, aber die Gibbering Barricade hat einfach zu viel Life gegained. Tetriana ist in der Haus. Ich keep das mal. Ja, ich sehe, ich weiß, mir fehlt weißes Mana, aber wir haben 2 Länder und Scout the Wilderness. Und noch ein Scout the Wilderness. Savage Mana Worker und ein Triumph of the Herd. Ja, toll. Boah, das ist so sad. Die Karte will man halt nie abschmeißen, aber manchmal muss man eben. Manchmal muss man eben in den sauren Apfel beißen. Ne? What passiert noch? Gar nichts? Fände ich, wäre ich mit einverstanden. Ist irgendwas mit dem Salvaged Mana Worker? Nice. Das ist gut, good line. Very good line. Über ein Land gefunden. Haben wir einen Planes rausgesucht hier. Ugh. Ja, dann ist die Frage, was mache ich dann? Lege ich dann erstmal Queen Alenal und mache nix? Könnte man machen, ne? Könnte man so machen. Bevor der noch irgendwie Value mit seinem Goblin holt.
Und eine Plains wäre gut, aber ich meine, Plains ist super unlikely zu ziehen. Das schaffen wir nur, wenn wir sie nicht brauchen. Ah. Okay, nice. Aber immerhin nicht so wirklich mega Value rausgezündet. Kein Weiß bisher. Okay, dann doch. Ich werde sie mal legen. Ich nochmal mit ihr antappen darf, wird's cool. Alle meine Karten auf der Hand produzieren additional Tokens. Ja, okay. Uncool. Zack. Oh Gott. Wie ich jedes Mal vergesse, dass Mirias Outrider Reach hat. Und dann fällt es mir immer auf und dann habe ich aber schon den Attack-Knopf gedrückt. Jetzt geht alles zugrunde. Jetzt geht absolut alles zugrunde. Shit. Ja, den Losch habe ich auch nicht anders verdient, ha. Den Losch haben wir auch nicht anders verdient. Imagine, wie viele Tokens und wie groß die Queen wäre und... Oh. Und imagine, wie sehr ich jetzt erstmal nicht angreife. Ja. Jetzt werden Karten gezogen, jetzt werden Removal Spells gefunden. Am besten sowas wie -2/-2 fürs Team. So ein Choking Miasma oder so kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich hoffe natürlich nicht, aber ich könnte es mir sehr gut vorstellen. Auch nicht schlecht. Boah, kann ich das Ding noch irgendwie gewinnen? Vielleicht, wenn ich nicht einfach Kreaturen wegschmeißen würde, ne? Wäre schon, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung. Ja gut, show me what you got, huh? Da sind wir doch im Game. Da sind wir doch im Game. Da hole ich mir doch erstmal nochmal ein Land raus. Ja, sicher. Wenn ich sie denn mal anklicken dürfte. Okay. Okay. Gozen. Du musst mir schon noch zeigen, wie du das Spiel gewinnst. Noch hast du es nicht gewonnen. Ein dicker Flieger wäre ein Anfang, aber dafür hätte ich auch noch die Hurlon Battle Hymne. Und ich habe, glaube ich, auch noch... Ja, ich habe eine Karte mehr in der Library. So ist nisch. Und ich krieg gleich noch ein Soproling. Ja, okay, das ist nicht so geil. Aber ich krieg gleich trotzdem ein Soproling. Ja, der muss auf jeden Fall weg. So. Ich kann ja mal anfangen, mit Ländern Gas zu geben hier. So, such's dir aus, mein Freund. Ab jetzt ist jedes Land strong. Na gut. Gehen wir auf 9. Nächste Runde mache ich auf jeden Fall den Soproling dick. Dann greift der Soproling zusammen mit einem Land an. Ich könnte auch schon in der Upkeep mein Land aktivieren, sodass ich dann irgendwie den mit dem großen Land einfach angreifen kann.
Okay, ich kann, glaube ich, gar nicht mehr angreifen. Oh mein Gott. wenn ich einen davon doppel, wenn ich den doppelblocke, gehe ich auf 1. Ja, ist okay. So entspannt. Was soll schon passieren auf 1? Ja, okay, ich gehe dann doch in meinen Zug. Land. Okay, das habe ich möglicherweise mit dem Mesa Cavalier weggeschmissen, aber ob ich das Spiel gewinne gegen Doppel Mirias Outrider, Elas Ilkor, Bartok, Bone Rattle, weiß ich nicht. Mann, ey. Das waren unfortunate Events, auf jeden Fall. Ich meine, wir sind im Endeffekt 3-3 gegangen, was jetzt nicht super terrible ist, aber ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht. Das Naya-Deck war aber auch ehrlich gesagt nicht so ultra fully powered. Es war okay. Aber es war jetzt auch nichts Besonderes. Ich bin mal gespannt, wie ihr in den Kommentaren so abgestimmt habt, was ihr glaubt, wie das Deck gegangen ist. Weil ich persönlich hätte es auch so auf 3-3, vielleicht 2 oder 4-3 eingeschätzt. So stark war es jetzt nicht. Ein bisschen mehr hätte ich mir natürlich gewünscht. Dann wäre das Video ein bisschen länger gewesen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Euer Solaris. Tschüss.